So, herzlich willkommen YouTube zu meinem Unboxing-Video von Castlevania Lords of the Shadows 2. Gerade war der Amazon-Fuzzi da, der Amazon-Fuzzi, der DHL-Fuzzi und hat mir mein Paket hier gebracht. Ich werde euch das jetzt mal öffnen, damit ich auch selber sehe, wie das Ganze aussieht. Jetzt hat mir da schon so ein paar Bilder angeguckt, das sah echt cool aus. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, das Spiel zu bestellen, aber wegen der Collector Edition habe ich es mir anders überlegt. So, hier haben wir schon den Sarg. Ja, es ist ein Sarg. Da ist nichts mehr drin. Das Ganze sieht echt cool aus, muss ich sagen. Es ist zwar nur Pappe, aber trotzdem schön verarbeitet. Dann öffnen wir das Ganze mal. Öffnen wir den Sarg. Ist zugeklebt. Hier haben wir den Deckel schon mal weg. Das müsste ein Artbook sein. Wenn man hier guckt, jede Menge erzählt, aber offenbar leider alles in Englisch. Lass mal zu euch hin. Konzeptzeichnung und so weiter. Das Spiel hat leider nicht so tolle Testwertung gekriegt. Bin ich mal gespannt, weil beim ersten Teil hätte ich es ja noch verstehen können, da man ja alles neu macht. Aber jetzt beim zweiten Teil muss man ja sagen, die hatten ja ein bisschen Zeit jetzt, um mögliche Fehler auszumerzen. So, was ist das? Was ist das? Was kann ich damit machen? Hä? Steckt ein Faden drin, aber keine Ahnung, was das jetzt eigentlich sein soll. Ist das nur ein Trenner? Also bestimmt ein Lesezeichen oder so. Okay. So, hier ist das Spiel. Mit dem DLC-Code noch dabei. In einer Tinbox. Ich mag Tinboxen immer sehr. Und dann haben wir hier noch... Ach, das ist nur eine Trennwand. So, und hier sind dann jetzt die Figuren. Jetzt fragt mich nicht, wie die alle nochmal heißen. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Bei den ersten Teil habe ich nämlich nicht zu Ende gespielt. Ist aber trotzdem insgesamt eine schön verarbeitete Collector's Edition, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, das war es eigentlich schon. Von mir auch und auch von dem ganzen Krempel hier. Ich hoffe, ihr guckt euch mein Let's Play an. Abonniert vielleicht auch den Channel. So. Das Ganze werde ich erst heute Abend hochladen, weil ich jetzt zur Arbeit muss. Aber ich hoffe, ihr schaut trotzdem rein. Bis zum nächsten Mal.